Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Netzbetreiber-Koordination im Redispatch 2.0. Dieses Video ist also natürlich Teil unserer Content-Reihe zusammen mit der HASAG, den Prozessexperten und Prozessconsultants rund um alle möglichen Themen der Energiewirtschaft, mit denen wir auch gemeinsam ein paar tolle Dienstleistungen rund um den Redispatch, vor allem dann die operative Abwicklung, geschaffen haben. Dazu ja unten auch die Links in der Videobeschreibung. Jedenfalls die Netzbetreiber-Koordination oder das Netzbetreiber-Koordinations- oder Koordinierungskonzept NKK ist euch als Abkürzung mindestens auf jeden Fall schon mal über den Weg gelaufen im Rahmen des Redispatch 2.0. Und es ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor, die Netzbetreiber untereinander zu koordinieren, wenn wir in Zukunft ja auch netzübergreifend eine Steuerung von Anlagen haben wollen, um Netzengpässe zu lösen. Bisher ist die Energiewirtschaft ja unglaublich konservativ und nicht besonders digitalisiert, um das mal so vorsichtig auszudrücken, was eben auch darauf hinausläuft, dass der Netzbetreiber so an sich für sein eigenes Netz gut aufgestellt ist, gute Sensorik hat und dann eben auch eine Steuerung da gut machen kann. Aber übergreifend, also Netzbetreiber an Netzbetreiber nebeneinander oder dann eben auch noch übergreifend, vielleicht über eine größere Region hinweg, steuernde Maßnahmen überhaupt zu koordinieren, das ist in der Vergangenheit nicht üblich gewesen, gerade auch weil der Redispatch in der klassischen Art und Weise ja über den Übertragungsnetzbetreiber gelaufen ist. Und dementsprechend werden wir jetzt im Redispatch 2.0 hier neben den ganzen anderen Tätigkeiten, die wir alle schon beschrieben haben, vor allem den Effekt haben, dass die Netzbetreiber untereinander sich stärker austauschen, vernetzen und dann eben auch steuern können müssen. Und das ist natürlich ein großer Digitalisierungsschritt. Was steckt da nun konkret dahinter, wenn wir irgendwo eine Erkenntnis haben, oh, hier könnte ein Engpass kommen und meinetwegen im eigenen Netz, dann heißt das nicht unbedingt, dass meine eigenen Anlagen diesen Engpass am besten lösen können, sondern vielleicht Anlagen im Nachbarnetz. Und dann ist der Sinn des Redispatch 2.0 ja, dass die am besten geeignete Anlage diesen Engpass löst und das ist dann im Zweifel die drüben. Die ist vielleicht am effizientesten, am kosteneffizientesten und vielleicht auch im Sinne der Redispatch Merit Order. Wir haben über die Mindestfaktoren gesprochen, die ja verschiedene EEG-Anlagen und KWK-Anlagen weit nach hinten schieben, dann ist vielleicht eine andere Anlage einfach viel, viel besser geeignet und auch legal geeignet eingesetzt zu werden zur Lösung meines Netzengpasses. Und in der Vergangenheit, naja, geht das einfach gar nicht. Das war ja auch gar nicht auf dem Schirm. Und jetzt soll es auch nicht so funktionieren, dass ich dann anrufe beim Nachbarnetzbetreiber, ja, ich schalte da mal was runter. Nee, jetzt soll möglichst automatisiert ein Datenaustausch stattfinden, um hier die besten Anlagen weitestgehend automatisch auch anzusteuern. Also brauchen wir eine Netzbetreiberkoordination und das ist nun dieses NKK. Es gibt jetzt freundlicherweise auch schon ein Einführungsszenario vom BDEW, ne? Also neben den eigentlichen Prozessdokumenten, wo die Prozessabläufe wie immer beschrieben werden, gibt es auch ein Einführungsszenario vom BDEW, dem großen Branchenverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft. Das verlinken wir auch unten in der Videobeschreibung. Und in diesem wird ziemlich gut beschrieben, was jetzt eben so, sagen wir mal, ab Juli bis Ende September gemacht werden sollte, um klarzukommen mit den Aufgaben, die dann ab dem 1. Oktober spätestens unbedingt laufen müssen, untereinander zwischen den Netzbetreibern. Und dort kommt unter anderem die Aufgabe des Data Providers, DP, ganz klar zum Einsatz. Das ist ja die eine neue Rolle, die hier irgendwie diese, jetzt kommt schon vom Namen her, Data Provider, die hier einen Datenaustausch, Daten zur Verfügung stellen, übernehmen soll. Und das wiederum ist vordergründig im deutschen Redispatch 2.0 Connect Plus, die große Netzbetreibervereinigung, dieses große Projekt von vielen, vielen Netzbetreibern, die untereinander eben auch ein System schaffen wollen und auch eine Plattform schlussendlich schaffen wollen, um hier Daten hin und her austauschen zu können. Und entweder man macht das dann über Connect Plus oder man macht es selbst als Netzbetreiber oder man holt sich noch einen dritten Dienstleister ran, der diesen Datenaustausch schlussendlich organisiert. So. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, wir folgen dem Einführungsszenario des BDEW und wir machen das Ganze über Connect Plus, dann könnte es schlussendlich so aussehen, wir schaffen erstmal mit unseren benachbarten Netzbetreibern standardisierte Kommunikationsverbindungen. Das heißt, wir wollen zum einen die Beziehung untereinander klarstellen, so wie im klassischen EDIFACT-Sinne. Ne? Es gibt einen Datenaustausch über ganz bestimmte praktisch E-Mail-Schnittstellen, über die dann eben hier die zukünftigen Redispatch-Prozesse und Formate geschickt werden können.
Und wenn das Ganze dann auch steht, dann ist man eben in der Lage, nachher einen Datenaustausch automatisiert ablaufen zu lassen, was dann womöglich über diesen Data Provider Connect Plus abläuft. Aber ich sage mal, die vertraglichen Grundlagen, den Austausch untereinander muss man ja trotzdem erstmal klar machen als Marktpartner selbst. Und Connect Plus tatsächlich organisiert den Aufbau der Verbindungen ab dem 1.7. Dieses Video kommt ja jetzt hoffentlich noch kurz vor dem 1.7. online. Das heißt, man sollte, wenn man noch nicht sich entschieden hat, wie man das Ganze lösen soll, oder wenn man noch ganz am Anfang steht und noch nicht weiß, was man tun soll, meldet euch jetzt bei Connect Plus, weil, ich sag mal, als Standardlösung ist das jetzt immer noch die einfachste. Wenn man noch keine andere Lösung hat, macht es halt mit diesem großen Netzbetreiberprojekt. Und die bauen dann eben die Verbindungen so nach und nach auf und lassen dann auch nach und nach erste Tests zu über ihr eigenes RAIDA-System, nennt sich das, glaube ich. Da gibt es auch verschiedene Dokumente auf der Seite von Connect Plus. So, und diese Netzbetreiberkoordination NKK beinhaltet schlussendlich die bereits bekannten Stammdaten oder sagen wir mal Standardobjekte, nämlich die technische Ressource, was die Anlage selbst ist, die steuerbare Ressource, was dann also die Steuerung von vielleicht mehreren Anlagen ist, aber eben auch noch die steuerbare Gruppe, was dann eine Summe von steuerbaren Ressourcen ist, die aber nur mit einem Steuersignal praktisch gemeinsam gesteuert werden. Die können auch nur gemeinsam gesteuert werden. Und dann gibt es auch noch als viertes die Cluster-Ressource, das haben wir auch alles schon mal besprochen in dem entsprechenden Video, was dann praktisch eine Clusterung mehrerer Anlagen, also mehrerer steuerbaren Ressourcen ist, die aber sinnvoll zusammengeschaltet werden und dann auch sinnvoll als Datenpaket, Kommunikationspaket zwischen den Netzbetreibern hin und her ausgetauscht werden. So. Diese Daten und dann natürlich das schon beschriebene, es gibt Stammdaten von Anlagen und es gibt Planungsdaten von Anlagen, was dann eher so sagt, das können die Anlagen und das werden die Anlagen machen, plus die Nichtverfügbarkeiten und die Echtzeitdaten, die wir auch schon besprochen haben. Das läuft dann darauf hinaus, dass man bis zum 30.09. praktisch auch dauerhaft mal einen Test machen sollte, diese Daten hin und her auszutauschen, praktisch mit simulierten, angenommenen Werten, einfach mal hin und her austauschen, den Redispatch mal durchspielen. Ne? Dafür hat man auf jeden Fall während des Septembers noch genügend Zeit, einfach mal mit auch schon relativ nahen Sensordaten, Prognosedaten und so weiter, den Redispatch durchzuspielen und einfach zu sehen, wie das Ganze funktioniert, was vielleicht auch schon für Kinderkrankheiten dann auftauchen würden. Und wenn man während dieser Zeit, praktisch innerhalb des Septembers, dann Daten hin und her schickt, Planungsdaten hin und her schickt, die über den 30.09. schon hinausgehen, praktisch in den Oktober greifen, dann sind das aber auch trotzdem schon gültige, reale Planungsdaten, reale Einsatzdaten, die dann auch genauso praktisch eingebucht werden. Na, das heißt, während des Septembers kann man hier auch schon mal schön einerseits ein bisschen herumtesten, aber auch schon mal vorbereiten, was ab Oktober mit den bis dato bekannten Prognosen und so weiter vielleicht kommen würde. Na, man kann ja auch vielleicht in Zukunft vorab schon mal einen Engpass einfach ausrechnen und sagen, hier sollte was gemacht werden. Während jetzt ab Juli die Kommunikation über zum Beispiel den Data Provider aufgebaut werden kann, sollte man genauso ab Juli, ab spätestens dem 15.07. Initiale Stammdaten aufbauen und hin und her schicken. Nämlich für die Anlagen, die jetzt hier im eigenen Netzgebiet sind. Das hat man sich bisher herangeholt vom Anlagenbetreiber und nun wird das in die Netzbetreiberkoordination gegeben. So ab Mitte Juli bis etwa Mitte September muss das eigentlich auch abgeschlossen sein, damit alle Anlagen bekannt sind und dann eben noch mit dem weiteren, mit den Planungen getestet werden kann. Also Mitte Juli bis Mitte September initiale Stammdaten aufbauen, hin und her schicken und dann im Zweifel, wenn was Neues bekannt wird, auch nochmal eine Stammdatenänderung hin und her schicken. Dafür gibt es nämlich auch spezialisierte Redispatch-Prozesse, die eben genau initiale Stammdaten und dann auch Stammdatenänderungen beinhalten. Das Ganze werden wir dann auch nochmal in den weiteren Prozessbeschreibungen auseinandernehmen. Dann läuft natürlich auch darauf hinaus, dass wir vielleicht schon Planungsdaten haben. Die können dann genauso, wie gesagt, im September schon mal hin und her geschickt haben. Und dann haben wir bestenfalls Mitte, Ende September ein vollständiges Stammdatenset und auch schon mal erste Planungsdaten, mit denen man eben wirklich herumspielen kann und ein bisschen testen kann. Dann gibt es noch so einen Faktor, der ist ganz wichtig und den hört man auch in den Prozessbeschreibungen, die Sensitivität. Eine Sensitivität ist hier praktisch gemeint, wie wirkt eine Anlage im Sinne ihrer Fähigkeit, den Netzengpass zu lösen, auch noch auf den Netzverknüpfungspunkt. Wenn wir nämlich gerade zwischen Netzbetreibern hier tätig sind und diese Netzbetreiberkoordination geht ja immer zwischen Netzbetreibern, dann müssen wir auch bedenken, es gibt physikalische Rahmenbedingungen in der Elektrotechnik. Und am Netzverknüpfungspunkt könnte es dann ja irgendein das
kennt ihr als Netzbetreiber am besten, wie das Ganze konfiguriert ist, wie das Ganze technisch ausgestattet ist. Und wenn jetzt ein Anlageneinsatz sich an einem Verknüpfungspunkt, an praktisch der Übergabe ins Nachbarnetz, auf eine bestimmte Art und Weise auswirken würde, das müsst ihr ja technisch, praktisch elektrotechnisch vorab herausfinden und wissen, bestenfalls auch vorher schon wissen, dann sollte auch das in die Berechnungen natürlich eingenommen werden. Und dafür gibt es auch den entsprechenden Prozess für die Übermittlung von Sensitivitäten und Planungsdaten für steuerbare Ressourcen und Cluster-Ressourcen. Das ist also auch eine standardisierte Prozessabfolge, die da genau beschrieben ist innerhalb der Prozessbeschreibungen des BDW und der Bundesnetzagentur. Dann gibt es noch einen weiteren Faktor der Flex-Beschränkungen, nämlich da manche Anlagen womöglich warum auch immer ihre Flexibilität nicht zur Verfügung stellen können, Wartung oder was auch immer, dann gibt es eine Flex-Beschränkung, die hier vorab auch mitgeteilt werden müsste und die praktisch das abrufbare Redispatch-Vermögen einzelner Anlagen runterfährt. Auch das sollte ab Mitte August spätestens hin und her geschickt werden. Und dann läuft es nochmal darauf hinaus, es gibt trotzdem ja noch einen Austausch zwischen Übertragungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber-Ebene, die dann eben sich ausspielen könnte auf den Redispatch 2.0. Und dann gibt es da den sogenannten Beschaffungsvorbehalt des Übertragungsnetzbetreibers. Wenn der Übertragungsnetzbetreiber für seine eigenen Berechnungen sagt, oh, ich brauche hier eine bestimmte Anlage für meine Netzengpass-Management-Tätigkeiten, dann kann man einen Beschaffungsvorbehalt praktisch hier auslösen. Dafür gibt es auch den Prozess der Übermittlung des Beschaffungsvorbehalts, der Name sagt es schon, an den Netzbetreiber. Und dann kann aber der anfordernde Netzbetreiber, der jetzt eigentlich hier praktisch einen Engpass für sich selbst auch lösen will, an den Übertragungsnetzbetreiber praktisch offene Positionen des energetischen Ausgleichs schicken. Das ist der Prozess Beschaffungsanforderungen für energetischen Ausgleich, wo es dann langsam schon komplexer wird. Tatsächlich ja dann nachher die Schnittstelle zwischen elektrotechnischen, physischen Effekten und, sagen wir mal, unserer virtuellen, kaufmännischen Ebene herbeizuführen. Wir müssen am Ende ja dafür sorgen, dass das Stromnetz tatsächlich sauber und flüssig läuft. Und wenn dann eben auf mehreren Ebenen Anlagen gebraucht werden könnten, dann muss man hier auf eine bestimmte Art und Weise auch miteinander einfach reden und einen Ausgleich zustande bekommen. Und dafür gibt es dann eben in Zukunft standardisierte Prozesse, die möglichst über standardisierte Plattformen auch hin und her geschickt werden können. Dafür ist dann bestenfalls Connect Plus und weiteres geeignet. Schauen wir mal. Beschaffungsvorbehalte und energetischer Ausgleich. Tja, und dann wird es natürlich noch etwas schärfer, wenn es um den eigentlichen Abruf geht. So, und dieser eigentliche Abruf ist ja dann die Erkenntnis, ich brauche hier eine Anlage mit Redispatch-Vermögen, um einen Ausgleich für irgendeinen Engpass herbeizuführen. Und das soll dann auch schon mal ab September praktisch simuliert werden. Die Tests laufen so vom 1. September bis 28. September, um einfach mal wirklich das durchzuspielen, wie das Ganze laufen würde. Und das ist dann vor allem auch über standardisierte Prozesse, Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an den anweisenden Netzbetreiber oder der Abruf für eine Cluster-Ressource. Wenn also vorher diese Stammdaten, die Planungsdaten und weitere Infos hin und her geschickt worden sind und dann eine Anlage praktisch für das Prognosemodell angemeldet ist, wo dann der Netzbetreiber nachher die Steuerung macht, dann kann er schon mal für sich weiter durchrechnen, durchspielen und dann eben im Weiteren auch hier ab dann dem 28. September, ich meine 14.30 Uhr ist da der Cut, für sich dann sagen, alles klar, die Tests sind soweit gut gelaufen. Am 29. September selbst laufen da nur noch korrekte Übertragungen, die auch so wirklich eingeplant werden können. Und dann haben wir zum 30.09. nochmal irgendwann den eigentlichen Übergang von alter Welt in neue Welt. Und zum 1.10. 0:0 muss es dann laufen. Und der Traum ist natürlich, dass wir vorher Stammdaten, Planungsdaten, Nichtverfügbarkeiten und so weiter zur Verfügung gestellt haben, dass auch diese ganzen anderen Punkte wie Sensitivitäten, Beschaffungsvorbehalte und Co. bekannt sind und dann zum 1.10. ganz real alle Netzbetreiber eigentlich gut darauf vorbereitet sind, auch über die automatisierten Abläufe, über dann zum Beispiel Connect Plus und Co. und eigentlich jetzt weitestgehend automatisiert die Erkennung von Engpässen und die darauf beste Lösung erkannt werden, abgestimmt werden und durchgeführt werden. Und dann im Weiteren eben auch die Bilanzierungsausgleiche, die finanziellen Ausgleiche noch laufen, aber dafür gibt es ja dann auch noch etwas weiter Zeit. Das ist die Hoffnung, dass es so läuft. Aber ob das so ist, ist dann nochmal eine zweite Frage. Wir werden sehen. Habt ihr jetzt erstmal grundsätzlich Fragen zu dieser Netzbetreiberkoordinierung und was da im Großen und Ganzen bis Ende September laufen soll? Gerne unten in die Kommentare. Wir werden jetzt weitere Videos rund um alle Prozesse noch veröffentlichen.
Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt und schaut unten in die Videobeschreibung auch nochmal zur Seite der Haas AG, mit denen wir ja diese Content-Reihe zusammen produzieren. Die Haas AG haben, wie gesagt, gemeinsam mit uns dann verschiedene Dienstleistungen geschaffen, mit denen wir dann eben auch auf den Redispatch 2.0 bestmöglich vorbereiten können und dann vor allem auch operativ die Bewältigung von weiteren Aufgaben auch lösen können. Na, einfach zum Beispiel Manpower-Unterstützung, ein bisschen Wissensunterstützung. Naja, okay. Habt ihr dazu also noch weitere Fragen und Bedürfnisse, gerne unten Kommentare und Kontaktmöglichkeiten nutzen. Bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.